Was ist besser als eine Christine in der Sendung? Zwei Christines in der Sendung! Heute Christine Nauebauer bei Christine Westermann und Götz Alsmann bei Zimmerfrei! Was für eine Begrüßung. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Zimmerfrei. Heute haben wir einen Gast da. Da weiß ich, dass alle Leute, die ich kenne, schon vor einem Vierteljahr gesagt haben, hast du nicht ein paar Karten von uns? Sie ist eine der populärsten Frauen, die es überhaupt auf der Welt gibt. Und wer diese Frau nicht kennt, der hat einfach keinen Fernsehapparat zu Hause. So einfach ist das. So sieht's aus. Heute zu Gast bei Zimmerfrei, Christine Neubauer. Guten Abend. Hallo, Christine. Ja. Willkommen. Christine Neubauer, mein Name. Danke. Freue mich sehr. Dankeschön. Danke. Ah, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Zum zweiten Mal? Ja. Da trinken wir gleich zweimal. Genau. Drauf. Man glaubt sich, es ist 13 Jahre her, dass sie da war. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? 13 Jahre. Ups. Du trinkst doch mit uns, oder? Ja, natürlich. Man weiß das ja nicht. Prost. Prost. Warum auch nicht? Prost. Leider nichts. Christine hat sich Penne gewünscht und Salat ohne Zwiebeln. Wegen Mundgeruch oder warum? Nein, ich bin auf rohe Zwiebel allergisch. Also da wird es mir schlecht. Ja. Also jetzt nicht schlimm, aber... Ja, also ist aber auch in der Tat, ich esse auch ungern abends rohe Zwiebeln. Man könnte ja an der Hotelbar noch Frauen kennenlernen oder sowas. Und dann ist es einfach eine ganz schlechte Grundvoraussetzung. Ja, dumm gelaufen. Ja, ehrlich. Ich habe was von Christine gelernt. Wenn man von Alkohol nicht dick werden will, dann trinkt man Champagner. Ja. Ja, also ich meine natürlich alles in Maßen, ganz klar. Aber ja, aber von dem also eigentlich eher schlimmen Alkohol, das eher weniger schlimme ist, wäre der Champagner. Und da bin ich natürlich gern umgestiegen. Ja. Nur der Korrektheit fragend folgen wollend. Wie? Was ist denn der ganz schlimme Alkohol? Ja, das sind Cocktails, natürlich oder? Ja. Die Zuckerbomben, die, wo das harte Zeug drin ist und dann noch so, dass es schmerzt, mit Zucker aufgefüllt ist. Also leider alle schönen Cocktails, Pina Colada und mit Kokosmilch und dieses, das trinkt man einfach. Ist gut, nicht. Dass mir das gar nicht schmeckt. Genau, ich mag nur Auge. Christine, wie gut kannst du alte Filme von dir sehen? Also so, sagen wir mal, 12 oder 13 Jahre alt. Wie gut geht das? Also das geht teilweise besser als neu, wobei ich mit dem nötigen Abstand also die Filme wirklich sehr, sehr gut sehen kann. Ja. Und es gibt viele, wo ich mich dann sogar richtig freue und sage, ey, das war ja richtig gut. Gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Nee, das war gar nicht so schlecht. Wir zeigen jetzt den alten Film oder kleine Ausschnitte aus der Zimmerfreisendung von damals. Und ich habe beschlossen, meinen Friseur zu verklagen, als ich das jetzt heute noch mal gesehen habe. Christine, kannst du dich an noch was erinnern? Ich kann mich erinnern, dass oben in dem Zimmer die Druckerei eingerichtet war. Also meine Eltern, die hatten so eine kleine vorsintflutliche Druckerei. Und ich kann mich noch irgendwie, glaube ich, ich habe Flamenco getanzt. Ja. Und zwar sehr schön, guck mal. Nichts mehr verraten, du weißt ja noch alles. Na. Bitte schön. Das war Zimmerfrei, Christine Neubauer. So. Was macht der? Im weitesten Sinne? Der steckt fest. Rohrverstopfung. Ja, glaube ich auch. Wie nennt man so eine Bewegung? Zappeln. Ruckartiges. Zappeln ist gut, fängt auch mit Z an. Das kann man doch Ruckzucker erraten. Rohrzuckung. Ja, Rohrzuckung ist Rohrzucker. Ja! Olé, Dana. Wollen wir den Rest der Sendung bleiben? Ich find's schön. So geht's.
So war das. Also. Das ist zu toppen. Da war schon was los. Ne? Nee, aber das war, du warst doch toll getanzt. Ja. Findest du nicht? Ja, seitdem nicht mehr. Ich ja. nicht? Aber ich kann dir jetzt schon versprechen, heute tanzen wir keinen Flamenco. Ja. Ich hasse es, über das Gewicht zu reden, aber du hast einen guten Satz gesagt. Du hast gesagt, über Jahrzehnte, nee, so alt bist du noch nicht, ein paar Jahre lang, war dein Selbstbewusstsein komplett abhängig davon, wie viel du wiegst. Und das hat sich geändert. Wie ändert man sowas? Das ist hier oben. Ja, ich meine, das geht natürlich auch nicht. Ich habe da jahrelang drum gekämpft und auch mit der Waage. Und ich habe eben eine wirklich ja, wunderbare neue Chance bekommen. Und damit habe ich mich wirklich einfach auch mehr näher, also an mich selbst angenähert und bin im Reinen, obwohl ich vorher nicht unglücklich war. Außer immer, wenn man mich im Fernsehen gesehen hat. Also die Kamera trägt, und das ist jetzt nicht gelogen, die trägt eben zwei Kleiderkrüge. Wem sagst du das? Ja, nein, das ist aber wirklich so. Und das hat mich immer geärgert, weil so, wie ich darüber komme, war ich nicht. Privat war ich ja eigentlich mit mir im Reinen, sonst wäre ich ja auch mit dem ganzen Vollvibe und das, was ja auch so, wo ich ja auch selber schuld bin durch mich. Aber die zwei Kleidergrößen haben doch im Grunde auch deine Karriere massiv beflügelt. Ja, natürlich. Und das hat auch zu mir gepasst. Und viele sind ja auch jetzt noch traurig. Aber wenn ich ganz, ganz ehrlich war, für mich selbst hat es viele Momente gegeben, auch wenn ich mich für mich zurechtgefunden hatte, wo ich dann gesagt habe, ich wäre doch gerne eigentlich dünner. Auf einer Skala von 1 bis 10, dein Selbstbewusstsein gerade. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Also mindestens 9,5. Naja, also 8,5. Ja, okay. Ja, nein, oder 9,5 oder 10, wenn es um mich geht und um die Situation, wie ich lebe und wo ich bin, dann. Okay, und den Rest lassen wir jetzt. Und den Rest lassen wir weg. Genau. Das weißt du, was ich gar nicht wusste, Christine? Dass Edmund Stoiber versucht hat, mit dir zu flirten. Ja? Das ist ein Alleinstellungsmerkmal von uns dreien hier an diesem Tisch. Was? Mir hat das nicht gestanden. Auf dem Lockerberg, jetzt kann ich mich oder? Erinnern. Was hat er zu dir gesagt? Naja, das ist natürlich. Der hat gesagt, ja, also das ging darum, ich war auf dem Nockerberg und da haben wir ja immer die Politiker, der blackt und ich war, damals war diese Lewinsky-Affäre mit Clinton und war die Sekretärin von Herrn Stoiber, war aber wie Monika Lewinsky, habe ich ausgesehen und auch so ein bisschen gesprochen und hinterher kommt er ja als damals bayerischer Ministerpräsident auf die Bühne und sagt dann so zu mir, ja, sie würde ich auch gern einstellen. Ja. Ne? Bei Scham, besser geht's nicht. Besser geht es nicht. Wir sollten das mal kurz erklären. Also im Nockerberg ist natürlich der Starkbieranstieg. Ja. Und dieses Derblecken, das ist im Grunde die weltführenden Politiker Bayerns, geben sich ein Stellchen, um sich von Kabarettisten und Schauspielern durch den Kakao ziehen zu lassen. Genau. Und haben in der Regel die Größe, auch mitzulachen, mitzuapplaudieren müssen und hinterher Sie auf die haben. Bühne zu kommen und sich zu bedanken. Und wir wollen das jetzt so ein bisschen auf das Nordrhein-Westfälische ummünzen. Bei uns heißt ja sowas Büttenrede. Und ich habe hier in diesem Geheimkühlschrank ein Geheimthema, das ich nicht kenne. Und da werden wir drei, kommt ihr bitte hoch. Werden wir jetzt anhand dieses Themas, Christine, was hier drin ist, mit? Eine gemeinsam abzuhaltende, entsprechende Rede halten. Wollen wir uns bitte auf diese Podeste stellen? Wir haben jetzt hier vier Kollegen im Publikum, die sich sehr, also man muss sagen, zum Verwechseln ähnlich kostümiert haben als Angela Merkel, als Claudia Roth, als Gregor Gysi und als der amtierende bayerische Ministerpräsident. Würdest du den Namen aussprechen? Das geht dir sicherlich einfach leichter über die Lippen. Horst Seehofer. Richtig, Horst Seehofer, hinten ist es raus. So, meine Damen und Herren, es ist jetzt also so, wir werden abwechselnd sprechen, aber unser Gesprächsbeitrag wird immer zu einem jähen Ende geführt, wenn einer dieser vier Politiker ein neues Stichwort gibt. Das heißt, wir bleiben bei diesem Thema, versuchen aber das neue Stichwort reihum einzuarbeiten. Das ist ganz einfach, ich fange einfach an, dann wirst du schon sehen, wie es geht. Okay. Das Thema lautet, wie ich es lernte, die Maut zu lieben. Ach, hören Sie doch auf, Affenarsch! Affenärsche aller Länder, vereinigt euch, war damals die Devise, mit der ich an die Öffentlichkeit ging. Ich wollte ein unkonventioneller Politiker sein. Das darf nicht wahr sein. Rettungsschirm!
Rettungsschirm ist der Goldregen in der Atmosphäre, wenn die Löcher nicht so groß sind, weil dann regnet... Herrschaftszeitenabzocke! Was, wo ist denn Abzocke? Christine ist... Ach so! Ja, was denn? Jetzt verstehe ich dich wirklich nicht. Du hast doch die ganze Scheiße erfunden mit der Mauer. Zu jeder Bundestagswahl holst du dieses Ding wieder raus. Was reden Sie denn da? Mauerspecht! Mauerspechte, Mautspechte, für mich eine biologisch endverwandte Spezies. Es geht doch nur darum, Geld locker zu machen. Die einen erheben einen anderen eine Maut, die anderen hacken die Berliner Mauer in Elementarteilchen, um sie bei eBay günstig zu verkaufen. Samenstau! Also Damenstau gibt's nicht nur in den Venen, wenn das Blut sich staut und diese großen sehr gut. Klumpen. Sehr, sehr gut. Klumpen. Ach, das ist doch alles bla bla. Wirtschaftswunder. Wirtschaftswunder hätte, hätte Fahrradkette, oder? Das ist doch so in etwa das Gleiche. Wirtschaftswunder. Unfassbar. Ich will Geschlechtsverkehr. Geschlechtsverkehr und Maut, das steht in einem engen Zusammenhang. Stellen Sie sich vor, Sie fahren rechts ran an den Parkstraßen, ja, um sich vorzupflanzen und plötzlich für einer Geld kassieren. Ich habe nicht gehört. Ja, mein Weißwurstzuzeln. Das musst du mal richtig aussprechen. Das heißt Weißwurstzuzeln. Und der will bayerischer Ministerpräsident sein. Was will denn so einer? Der lädt einmal den Dialekt richtig hoch. Bayerischer Ministerpräsident sein. Sehr schön. Aber es ist toll, Christine, wenn man... Wenn man dich bayerisch reden hört, aber jetzt ist es schön. Es kommt ja auch so automatisch raus, das ist natürlich immer der Dialekt, wo man aufgewachsen ist. Das ist so das, was natürlich wunderbar ist, weil das das Ursprünglichste, das Natürlichste ist. Und das ist ja das Ziel bei der Schauspielerei eben komplett, dass es aus dem Innern kommt, dass es aus dem Bauch kommt. Aber bayerisch ist ja nicht bayerisch. Da gibt es ja ganz viele... Ja, genau. Also ich bin ja in München groß geworden. Und daher ist es, also was ich meine, ich kann schon gar, also ich kann ziemlich, also jetzt heftiger werden, aber so das Münchnerische ist ja eigentlich so ein gepflegtes Bayerisch. Genau. Was sie sehr schön kann, ist ein gepflegtes Spanisch sprechen. Dankeschön. Und das will sie auch, ich würde gerade sagen, das muss sie auch, das will sie auch, weil die große Liebe spricht Spanisch. Und Andreas Korn, unser Kollege, war auf Mallorca, wo du hin und wieder lebst, und hat den Mann getroffen, in den du dich richtig toll verknallt hast. Olle. Und jetzt bin ich aufgeregt. Ja, kannst du auch sein. Ja. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Der spricht nur Spanisch? Ja. Englisch? Nein. Deutsch? Nein. Na toll, das wird ja was. Palma de Mallorca, Signora Christine Neubauer. Ja. Das funktioniert einfach nicht, Leute. Ich kann... Untertitel. Ach, Untertitel, wir hauen Untertitel rein. Test, hallo? Funktioniert. José, okay. Wie gehst du mit dem Neid der deutschen Männer um, dass du ihn Christine weggeschnappt hast? Orgulloso, muy orgulloso. De compartir con tal linda persona. Muy orgulloso. Was ist denn so toll an Christine, dass du so stolz bist? Que es una tremenda, pero tremenda mujer con un corazón inmensamente grande y por sobre todas las cosas de unos sentimientos muy, muy nobles, muy, muy fuertes. Wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Wer hat wen angebaggert? Yo. Yo? Ja. Fue la primera vez que la vi. La primera vez que la vi, da schwebt sie über mir, die grandiose Actrice.
Sie hängt hier auch im Lieblingscafé der beiden. José ist Fotograf und hat sie schon oft fotografiert. Mich würde mal interessieren, was ist deine Lieblingspose bei ihr? Was ist dein Lieblingsbild? Du hast ja hier mal ein paar Bilder mitgebracht, die du geschossen hast. Favorita. Das? Nein. Ich hatte sie mir im Vorfeld auch angeguckt. Das ist auch mein Favorit. Aber. Super Bild. Ja. Und angeblich, ich habe es schon erfragt, ohne Photoshop gemacht. Nun kenne ich Männer, die würden ihre Frau am liebsten wegsperren, wenn sie so aussehen würde. José, du veröffentlichst sie stattdessen. Bist du gar nicht eifersüchtig oder wie eifersüchtig bist du? De carácter somos temperamentales, fuerte. Ella tiene un carácter muy fuerte, yo tengo un carácter como volcanes. Pero funciona bien la relación con el tiempo. Hay una experiencia ya en el caminar. Gibt's eigentlich auch irgendwas, was du ihr jetzt ohne Untertitel sagen könntest? Das heißt auf Deutsch? Meine Frau? Toll. Toll. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Final perfecto. Erst dachte ich ja, Andreas Korn auf Mallorca mit dem Liebesgefährten des heutigen Gastes Cristina. Erst dachte ich ja, das wäre der Flamenco-Tänzer aus der alten Sendung gewesen. Und dann habe ich gedacht, ja, ich kannte ihn noch aus der Zeit, als er unter dem Namen Costa Cordalis aufgetreten ist. Hey. Aber kleiner Scherz. Aber ja. Er hat eben gesagt, ihr seid wie zwei Vulkane. Also ihr seid beide sehr, also sagen wir mal, aufbrausend, wenn es knallt, knallt. Wie kriegt man das hin? Also wenn es mal knallt, was macht ihr dann? Das pufft ziemlich stark und dann ist aber auch wieder gut. Mhm. Und, aber wir werden beide wirklich sehr, also ich sage jetzt mal extrem gefühlvoll. Ich weiß das aus dem Amerikanischen oder Englischen, dass wenn man sich dann streitet, dass man in der Fremdsprache, also in dem Fall in Englisch, viel dezenter streitet, weil du kannst nur entweder ein richtig gutes Schimpfwort oder du musst zum Punkt kommen. Ja. Du musst sehr einfach erklären. Du kannst nicht so rumeiern wie im Deutschen. Das ist ganz schön. Rumeiern beim Streiten? Wie geht das denn? Naja, das macht doch gerade den Streit aus, dass man da raushaut, was rauszuhauen ist. Ja, aber du kannst es auf Englisch, kann ich nicht so artfiltern sagen. Ja? Also du kannst nicht so feinsinnig differenziert gemein sein. Aber es ist doch viel einfacher, wenn man gleich auf den Punkt kommen muss, oder? Ja, aber es wäre also für mich manchmal besser, da genauer sein zu können. Und das regt mich dann über mich auf, weil mir die Worte fehlen. Und ich dann mich natürlich so ein bisschen in der schlechteren Position empfinde. Mhm. Große Liebe. Wie viele große Lieben gibt es im Leben? Was glaubst du? Oh, das glaube ich, das weiß man nicht. Das weiß man nicht, ne? Das weiß man nicht. Das ist eine schöne Antwort, finde ich. Weil jetzt bist du so Anfang 50. Wer weiß, was Anfang 70 noch los ist. Ja. Das ist ja auch noch mal eine Form, die man sich wünscht. Keiner weiß, wie viele große Lieben es im Leben gibt. Aber ich weiß, was jetzt kommt, gibt es pro Zimmerfrei-Sendung nur einmal. Nämlich das Zimmerfrei! Und weil Christine uns ein zweites Mal die Ehre gibt, hat sie das Bilderrätsel mitgebracht. Und wir müssen raten. Ärgerlich. Und du freust dich schon. Nein. Christine, ja. Nachdem du mich letztes Mal so grandios abgezogen hast, gibt es heute eine Revanche. Ich spiel weiß. Und okay. Du bist. Na. Der funktioniert nicht mehr ganz. Der gefällt mir nicht. Den muss man. Oh, hier ist. So, besser. Ist doch viel schöner. Ja, das stimmt. So, okay. Figuren. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Figurentausch. Bringt aber nichts. Nee, bringt gar nichts. Klatscht auch keiner. So. Aber die und jetzt komme ich. Ja? Geht das? Mit dem? Ja, mit dem, aber auch der. Aber also, der ist viel zu alt. Mit Figuren der hat ist was zu tun. Wirklich, oder? Dieser komische Heine ist viel neue zu Figur. Alt. Nee, das ist das. Der muss. Na, schau, wie schön, wie glänzend. Tolle Figur oder Bella Figura. Ich leg nach.
aber gewaltig mit einem, na einen. Aber auch der, den finde ich grauenvoll. Der ist schon so lang dabei. Also da muss jetzt endlich mal einer. Leute, Partnertausch. Aber mit Figur, Christine, hat's was zu tun, oder? Nein. Echt nicht? Nein. Nein. Shit. Mit Schach. Es ist anders als es hat in der Tat was mit Schach zu tun. Auswechselspieler. Muss weg. Der muss weg. Dann kommt besser. Der. Ich werde wahnsinnig. Das machst du aber echt gut. Nein, ich finde das überhaupt nicht gut. Ich komme überhaupt nicht auf das Lösungswort. Die neue Figur. Kannst du ein bisschen helfen? Also mit Figur hat es nichts zu tun. Aber er hat beides schon in seinem Mund gehabt. Zeig mal. Bitte? Ja. Aber nicht. Du hast Bauernopfer gesagt. Was hast du noch gesagt? Du hast gesagt Ersatzspieler. Nein, du hast beides schon in deinem Mund gehabt. Und sie hat nichts gesagt. Sehr also der Bauer ist schon dabei. Mhm. Der Bauer ist immer dabei. Der Neubauer! Der Neubauer! Der Neubauer! Der Neubauer! Super! Bravo! Der Neubauer und der Schachpartner war Alex Ritter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank, Alex. Super! Christine, bist du beeindruckt? Das war ja wirklich, es war nicht leicht, aber ich habe es kürzlich ein bisschen rausgezögert, damit die Sendung an Spannung gewann. Du hast ein tolles Rätsel gemacht, als Dank der zimmerfrei Fanschal für Christine. Achtung, Bilderrätsel-Lösungswort Neubauer, bitte schön. Danke schön. Christine, ich zeig dir dein Zimmer auf, ja? Passend zum Kleid. Was für ein Triumph. Ich gehe mit. Ja, bitte. Wir haben uns versucht vorzustellen, wie das ist, wenn du auf Mallorca bist. Man kann sich natürlich nicht so schön vorstellen, wie es wirklich ist. Oh. Aber nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Deine Dachterrasse mit Blick über Palma. Ja? Es ist ziemlich scharf getroffen. Das freut uns sehr. Das ist toll. Wow. Bitte. Ach, so schön und auch wohnst die Kissen. Bei mir sind da auch so viele Kissen. Ja. Boah, ist es schön hier. Sehr schön. Ganz schön. Du hast ein anderes Gefühl von Zeit, wenn du auf Mallorca bist. Was für ein anderes Gefühl? Ich habe vor allen Dingen ein anderes Gefühl von Entspanntheit. Mhm. Also so die Zeit ist nicht so, natürlich ist klar, weil da bin ich, wenn ich Freizeit habe. Und insofern ist es halt nicht ein Termin jagt den anderen. Ich muss immer zu spät irgendwo hinhetzen oder werde wieder durch unsägliche Telefonate aufgehalten. Und ich meine, das ist auch alles gut. Ich muss ja auch alles sein. Aber es ist natürlich wesentlich entspannter. Zu Hause ist wenn. Kannst du den Satz zu Ende machen? Zu Hause ist wenn. Man das fühlt. Ja. Seitdem du älter bist, gewachsen bist, sagst du, begreifst du viel besser, welchen Menschen du vertrauen kannst. Wie kommt das? Oh ja, na, das kommt natürlich auch dadurch, dass man eben schon so viel oder vieles erlebt hat. Viele Erfahrungen, meistens sind die negativen Erfahrungen ja auch die, aus denen man am meisten lernt. Und wächst. Und wenn man irgendwann dann lebend rausgekommen ist, auch besser wieder weitergehen kann. Vertrauen heißt für dich was? Vertrauen ist für mich die absolute Hingabe in eine Person oder auch eben in ein Ziel oder Vertrauen in sich selbst oder in einen Wunsch. Wann merkst du denn, du kannst zu jemandem Vertrauen haben? Naja, oft merkt man ja erst viel später, dass man es nicht haben hätte sollen. Mhm. In dem Moment ist es eben ein Bauchgefühl. Und wenn eine Person loyal ist. Vertrauen haben heißt ja auch manchmal Vertrauen zu sich haben. Sich was zutrauen, sich besser vertrauen. Wie hat sich das bei dir geändert in den 12 Jahren, in denen wir uns jetzt nicht gesehen haben? Traust du dir mehr zu?
ich bin sicherer in wirklich in der Einschätzung von dem, was ich kann und was ich erreicht habe für mich selbst. Und muss dafür nicht eine Wertung von außen haben. Und kann das nehmen und kann sagen, ja, das Ziel ist ja immer, wonach also wirklich jeder strebt. Also ist ja zufrieden zu sein. Wie gut kannst du das im Moment zu sein, dass du sagst, jetzt ist es gut? Das kann ich wirklich auch jetzt schon, ich sage jetzt mal, ich bin schon zu 98% dahin gewachsen. Schön. Und wenn du richtig Heimweh nach Bayern hast, dann machst du was auf Mallorca? Kartoffelsalat. Genau, das hat José gesagt. Du machst den besten Kartoffelsalat der Welt. Was machst du an den Kartoffelsalat? Ja, das ist ein Rezept von meiner Mutter. Da kommt auch so ein bisschen, ja, das liegt an den Gewürzen. Bei mir ist er ohne Zwiebel, aber so manchig. Sehr lecker. Oh, ich würde gerne deinen Kartoffelsalat jetzt. Christine, vielen Dank. Oh, so schön hier oben. Ist toll, ne? Wirklich. Na, ihr beiden süßen Christines, ihr habt es euch da oben schön gemacht, während ich hier im Schweiße meines Angesichts und meiner eigenen Hände Arbeit eine kleine Versuchsanordnung vorbereitet habe. Du hast ja gesagt, Christine, für dich ist eigentlich ganz entscheidend für deine Lebensführung. Und ich glaube, wir entfernen das mal, damit es keinen Mikrofonärger gibt. Ja. Kleidsam ist er, muss man sagen. Also Sport ist sehr, sehr wichtig für dich. Und wir haben uns gedacht, wir machen hier ein besonderes Spiel. Spielen mit Sportarten, Kombinationen. Und du merkst schon, dieses Wort ist sperrig, es geht mir kaum an die Lippen. Ich kann dieses Spiel nicht erklären, aber Gott sei Dank haben wir dafür eine Fachfrau, nämlich unsere entzückende Assistentin Nina! Sportarten, wo wir einfach zwei Sportarten, die es schon gibt, miteinander kombinieren. Christine, zieh du doch mal die erste Sportart. Step Aerobic. Step Aerobic. Damit ihr da so richtig schön... Set oder Set? Step Aerobic. Nein, step, leider nur Step Aerobic. Also, es handelt sich um Step Aerobic. Ah, schön, und da woran das, du denkst, damit das besonders schweißtreibend ist, zieht ihr bitte diese Schwimmflossen dazu an. Oh mein Gott. Genau. Für sie haben wir hier noch. Genau noch die Schuhe. Bitte helft euch gegenseitig. Und dann braucht es natürlich noch jemanden, der euch anleitet. Schwimmflossen ist auch ein schöner Imperativ, ne? Und so. Dafür haben wir hier die Aerobic Queen, Dorothy! Oh! Come on, baby! Let's shake your body! Come on, guys! Are you ready? Yes. Ready to turn? Come okay. on! You see? Now it begins! I'm on! Hey, Christine! Hurry up! Genau, ihr könnt euch schon mal ein bisschen warm machen. Okay, wir fangen schon mal an. Okay. And then, and oh. one! And then, oh, two! One! Hurry up, one! One, two! One. Aber ich muss sagen, ich glaube, die beste Figur hat Frau Neubauer gemacht. Da ist sogar der Stepper umgefallen. Nein, falsch. Sie hat die beste Figur gemacht. Die hat die beste Figur gehabt. Das ist ein deutlicher Unterschied. Und hat sie immer noch. Deswegen sind Sie jetzt dran, die nächste Sportart zu ziehen. Ja. Ach so, das geht das, jetzt wieder raus. Genau, warte, ich helfe dir. Das geht nicht. Kugelstoßen. Okay, Kugelstoßen. Das ist ja ganz was Normales. Kugelstoßen okay. machen wir aber mit dieser Kugel eine Minigolfball auf dieser Minigolfbahn. Vorher kriege ich sie nicht an und jetzt kriege ich sie nicht aus. Attention, meine Damen und Herren. Diese. Moment. Okay, da wird noch aus den Schwimmflossen geschwommen. Nein, jetzt, ich hab's. Alles klar. Darf Vielleicht ich helfen? Vielleicht die Turnschuhe am besten anlassen. Ja. Ich helfe mal, ja? Auf die Knie. Das wollt, ja. 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 Hm.
Darf ich anfassen? Ah, so. Also, super, es geht um Kugelstoßen auf der Minigolfbahn. Ja. Folgendermaßen, die Ausgangsposition ist die Kugel an den Hals, mit dem Rücken zur Stoßrichtung, leicht nach vorn und angleiten und stoßen. Oh mein Neubauer, Gott. Ihr gut. Ab. Super, ja. Macht eine tolle Bewegung. Ja, super. Sehr schön ausgeführt und... Oh, ärgerlich. Kurz vom Lokus in die Windel, mein Gott. Christine, mach uns keine Schande. Ich bin ein Linkshänder, Leute. Ist gar nicht ja, so gerade dann. Ja! Schön. Gut. Toll, Christine, hast du für dich entschieden. Wahnsinn. Gratuliere. Jetzt ziehe ich was. Du hast schon für mich gezogen, Nina. Du bist auch ein Herzchen. Ja, der lacht halt so. Der lacht halt so rum. Ne? Du wolltest Zeit schön. Billard. Genau. Billard wird hier gespielt. Und zwar ist euer Fuß der Kö. Gut. Einmal hier. Der Fuß ist das Kö? Genau. Unglaublich. So, wer fängt an? Du. Oh mein Gott. Also es gelten diese Regeln, man darf so lange, wie man trifft, wenn man nicht... Genau. Alles klar. Ist die nächste drin. Ah, leider kein Tor. Frau Neubauer. Na, schade. So. Also da jetzt weitermachen bei dem. Muss... Super! Toll! Klasse. Wir dürfen das weitermachen. Oh. 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 Yay! Ist da hinten auch ein Ball? Oh! Wahnsinn! Super! Ich würde sagen, Frau Neubauer hat gewonnen. Genau. Vielen Dank, das war unsere Sportaktion aus zwei Sportarten nach einer mit unserer entzückenden Nina. Mit Doris Lehner, unserer Fitnesstrainerin. Du hast was Wunderbares gelernt, Christine. Du hast gelernt, dass Sport keine Pflicht mehr ist, sondern Lust. Wie geht das? Das ist... Versuche ich seit 30 Jahren. Nein, ich bin natürlich auch manchmal auf der Couch und schaff's nicht hoch. Also, aber ich denke mir eben immer, wie gut es mir danach geht. Und mir geht's wirklich, ich bin, wenn ich richtig fertig bin und bin dann zum Beispiel gelaufen, dann komme ich mit mehr Energie zurück. Also ich kriege dann danach für den Rest des Tages einfach mehr Energie und fühle mich besser. Das stimmt. Doch, also nicht, wenn man denkt, auch. Man ist und fix und fertig, sondern es ist das Gegenteil. Also man kriegt da richtig einen Energieschub für den Tag. Und an dieses Gefühl muss man sich erinnern. Und bevor dann sagt man läuft. Ja, genau, bevor man läuft, oh, dieses Gefühl also Leute, möchte ich wieder ich haben. Was ich in meinem Leben zusammengejoggt habe, da hat sich nicht ein einziges Endorphinchen bei mir eingestellt. Also, aber nicht so ein kleines. Ja, aber das ist ja danach, dass man sich eben so an dieses gute Gefühl erinnert, wenn man was gemacht hat. Oder eben, was ich ja auch noch mache, ich mache ja Box Pilates. Das ist sowas, wie wir jetzt hier gemacht haben, aus zwei verschiedenen Sportarten eines zusammennehmen. Ja. Das sind die, damit habe ich eben abgenommen. Ja. Die Übungen aus dem Training zum Boxen, ist klar. Aber nicht mit wirklich Gegner, sondern eben, und dadurch kriegst du halt die Arme oder was für uns Frauen so wichtig ist hier unten. Keine das für mich auch, sehr, sehr mir wichtig. Auch. Ja. Für einige Männer wappelt es ja auch hinten und vorne. Ach so, nee, bei mir eben nicht, das wollte ich gerade sagen. Ach so. Oder Beine mit Kicks und so weiter. Und das ist dann mit Pilates-Übungen, die eben neben dem Joggen du überzeugst dann die Muskeln straffen. Ich doch, ich finde schon, aber wir kommen hier thematisch von Pontius zu Pilates. Ich denke, du solltest jetzt den nächsten Film machen. Burner, oder? Oh. Unser Kollege Andreas Korn, der sich vorhin so nett mit deinem Freund unterhalten hat, der war in Berlin und hat eine gute Freundin von dir da getroffen. Und wir gucken mal. Na, Tascha? Machst du mich an, Andreas? Nein, ich bin rein beruflich hier. Das freut mich. Ich auch.
Christine und du, ihr liebt beide die Mode. Ihr liebt Shoppen, ihr liebt die Fashion Week. Mhm. Bei Mode dreht sich ja alles ums Äußere. Wir wollen natürlich auch wissen, wie ist sie da unter, hätte ich jetzt fast gesagt. Wie ist sie denn? Wie würdest du sie beschreiben, wenn man sie nicht kennt, die Christine? Sie ist eine verletzliche Seele so ein bisschen und innen drin hat sie ein großes Herz. Mhm. Und mir tut das immer unheimlich leid, dass man da immer auf oberflächliche Diskussionen bei ihr so Gas gibt und eigentlich vergisst, dass das ein ganz toller, wertvoller Mensch ist. Champagner? Also eigentlich eher Wodka, aber ausnahmsweise Champagner. Du kannst auch Wodka trinken. Mal gucken, wie viel du schaffst. Alkohol und Mode gehören zusammen. Wir halten uns dran. Ja, oder? Hast du was Wahres gesagt. Sag mal, habt ihr eigentlich das gleiche Beuteschema? Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Wir hatten einmal einen Zufallstreffer gemeinsam. Ah, jetzt wird's interessant gleich. So würde ich mal sagen, ne? So was dunkelhaariges, langes, indianisches. Ja, ich habe mich ja davon verabschiedet, aber man weiß ja nie, wie der Nächste aussieht. Ne? Vielleicht haben wir ja dann doch das gleiche Beuteschema. Mhm. Was ist Christine wichtig, würdest du sagen, bei Männern? Ich denke natürlich der Charakter. Ne? Mhm. Also einen Arsch will man ja nicht zu Hause haben. Ne? Er kann ja noch so gut aussehen, das ist ja, muss ja nicht sein. Ich denke, die braucht jemand, der ihr auch so ein bisschen Zunder gibt, mhm, der Power hat, der sie mitreißt und vielleicht auch mit ihr Dinge unternimmt, die sie früher nicht so hatte. Weil sie hat ja immer unheimlich viel gearbeitet auch. Und da ist man natürlich in dem Business, da musst du immer am Ball bleiben und kannst ja nicht mehr sagen, ach, mach jetzt mal 3 Monate Pause. Und ich glaube, das tut ihr ganz gut, auch mal in so eine andere Welt zwischendurch abzutauchen. Mhm. Das macht sie auch sehr gerne. Und darfst du sie kritisieren? Ja, also ich kritisiere eigentlich jeden. Nur bei dem einen mache ich eine Schleife drum, ne? Okay. Nur weil er so empfindlich ist. Und dem anderen sage ich direkt, der ist ein Idiot oder so. Mhm. Aber ich bin da schon sehr ehrlich. Ich glaube, das weiß sie auch zu schätzen. Also, liebe Christine, ich wünsche dir natürlich nur das Allerbeste, dass sich dein allergrößter Herzenswunsch erfüllt und dass wir irgendwann mal beide zusammen mit unseren Kindern an einem Tisch sitzen, zusammen essen werden, viel Spaß haben und ich hoffe, dass die Leute wirklich irgendwann mal erkennen, dass das, was da drumherum überall in der Presse steht, alles Scheiße ist. Und dass du eine Liebe bist mit einem ganz großen Herz. Oh, wie schön. Deutliche Worte gelassen ausgesprochen. Von Tascha Ochsenknecht, einer intimen Freundin unseres heutigen Zimmerfreigeistes, Christine Neubauer. Neubauer, als würden sie 2 Schachfiguren austauschen. Das war diesmal ehrlich, ne? Wenn dieses sagt so gerade raus, das was ist. Ja, ne? Das ist ja das Schöne. Das ist ja das Schöne, weil alles andere hat man ja so viel drumrum. Also wo man natürlich wahrscheinlich nicht mal merkt, dass es gelogen ist. Und das ist halt einfach ehrlich. Was meint sie denn, wenn sie sagt, die braucht einen mit Charakter? Was ist ein Charakter bei jemandem? Also Charakter schon, der so ein bisschen, also ich bin ja jetzt nicht unbedingt so eine, also jetzt so eine einfache Schwache. Also jetzt bin ich schon innerlich, soll ich das jetzt sagen, aber es ist ja nicht so, also es kostet einen Mann schon einiges, neben das auszuhalten. Mhm. Genau, und dann, also neben einer starken Frau, die... Es muss jemand aushalten, in der zweiten Reihe zu sein, oder bei dir? Nicht unbedingt, weil ich sehe jetzt meinen jetzigen Partner überhaupt nicht in der zweiten Reihe, sondern er ist ja einzigartig für sich und genau in dem, was er macht. Und, aber er muss mir schon, also ich bin ja gesagt, ich explodiere leicht dann, das tut ihr eben auch. Ich bin gefühlsmäßig, finde ich. Wobei, du bist länger beleidigt als ich. Ja, ich tue nur länger so, ich habe mehr Ausdauer. Boah, den muss man, wenn da was schiefgelaufen ist, dich muss man wirklich noch 17 Stunden pampern, bis das vergessen ist. Ich bin halt sensibel. Ja. Das bin ich zum Beispiel nicht, das finde ich also wirklich total blöd. Du bist total beleidigt. Beleidigt, ja. Wirklich. Wirklich? Ja. Na, ey. Ja, ey. Hey, da hinten. Hey, Löchchen, ich bin's hier hinten. Ach, du Vivaldi! Ja, ich bin hier. Christina? Komm, wir gehen rüber. Nimmst du ein Glas bitte mit dir? Ja, ich weiß nicht. Ah, jetzt kommt ihr doch hier rüber. Ich war unsicher, Frau Neubauer, ob Sie wirklich rüberkommen sollten, wenn man Sie immer in der zweiten... Hallo! Ich freue mich. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss, wenn Sie sagen, man muss es in der zweiten Reihe aushalten. Habe ich gesagt? Willst du? Nein, nein, habe ich gar nicht gesagt. Die andere Christine. Ach so, die andere. Ja, Sie sind auch leicht zu verwechseln. Aber total. Ich freue mich. Ich bin auf der... Ich bin hier.
Trete ich jetzt einen in den Nacken? Nee, nee, alles nein, nein, wenn Sie sich zu mir rumdrehen, dann nicht. Ich meine, Sie können auch einen Nacken kriegen von mir, wenn Sie möchten. Wenn Sie drauf stehen. Massage. Sie dürfen mich auch anhusten. Massage wäre gut. Ich wüsste da jemanden, der Ihnen da vielleicht ein bisschen aushelfen könnte. Der kennt sich sehr gut aus, so mit Körperlichkeit und so. Ja. Vielleicht kennen Sie ihn auch. Es ist nämlich quasi ein Kollege von Ihnen. Na gut, eigentlich werden Sie ihn nicht kennen, weil er ist, glaube ich, der einzige Kollege, mit dem Sie nie gearbeitet haben. Ja, er ist schon, obwohl er schon sehr lange im Geschäft ist. Er ist sehr alt. Er ist so alt, als Jesus das letzte Abendmahl hatte, da hat er hinterher noch die Teller abgewaschen. Es ist ein altes Zirkuspferd. Boah! Ja. Schönen guten Abend. Oh. Ich grüße Sie, mein Name ist Horst Ferdinand und ich bin ein altes Zirkuspferd. Hallo. Dankeschön. Bitteschön. Ja, das ist Christine Neubauer. Christine Neubauer. Ich denke, Christine heißt Westermann. Ich war mir fast sicher. Ich habe Ihren Namen extra auswendig gelernt. Ich habe mir dafür extra eine kinderleichte Isensbrücke gebaut. Oh Gott. Wissen Sie, wie ich mir Ihren Nachnamen merke? Nein. Ich merke mir einfach das Wort Westermann. Aber das ist doch Ihr Nachname. Sehen Sie, kinderleicht. Sagen Sie, Frau Neubauer. Bauer. Frau Bauer, was machen Sie beruflich? Schauspielerin. Sie sind eine Schauspielerin. Ja. Das ist interessant. Stimmt das eigentlich, dass Sie im Bauerntheater angefangen haben? Das ist richtig. Was ist denn ein Bauerntheater? Spielen da vielleicht Kartoffeln eine Rolle? Nein, nicht. Nein. Aber das ist nach mir benannt. Nein! Ja. Aber nur das Neubauertheater. Neubauertheater. Publikum begeistert. Sind Sie auch schon einmal in den Zirkus aufgetreten? Ja. 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 Bei was? Stars in der Manege. Ja! Mit einer Trampolin-Nummer. Womit? Trampolin-Nummer. Eine Trampolin-Nummer? Ja, ich bin gesprungen und geflogen in einem Sandwich-Salto. Ja, wer kennt es nicht? Mit Sandwich-Salto. Dabei. Ich dazwischen, zwei Männer, einer vorn, einer hinten. Oh. Oh la la. Da wären wir wieder bei der Massage. Ich würde sagen, wir bereiten schon mal da hinten alles vor. Vielen Dank, Frau Neubauer. Bitte. Ja, wir gehen dann. Das wäre jetzt die Stelle zum Applaudieren. Der beste Bursche der Welt, Martin Weiler! Und wir beiden machen Musik. Oh! Christine Neubauer. Alles gut. Hat sich eigentlich für den heutigen Abend überlegt, dass sie ein wunderbares, berühmtes Chanson von Hildegard Knef singt. Und dann kam sie vorhin und hat gesagt, mein Gott, die Stimme, die Erkältung, die Bronchien, der Stimmband Katar. Und wenn man sich so recht bedenkt, das ist genau die richtige Stimme, um ein Hildegard Knef-Lied zu singen. Mit dem Problem, dass ich wirklich nicht singen kann. Natürlich. Und ich bin nur gekommen, weil man mir versprochen hat, dass ich nicht singen muss. Und jetzt hat er mich wirklich überrumpelt. Aber liebevoll. Ja, liebevoll. Mit 16 sagte ich still, ich will. Will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will, will alles oder nichts. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Die Welt sollte sich umgestalten, sollt ihre Sorgen für sich behalten. Und später sagte ich noch, ich möchte verstehen, viel sehen, erfahren, bewahren. Und später sagte ich noch, ich möchte. Ich möchte nicht allein sein und doch frei sein. Für mich
soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Das Glück sollte sich sanft verhalten, sollt meine... Was? Mein Schicksal mit Liebe verwalten. Und heute sage ich still, ich soll mich fügen, begnügen. Ich kann mich nicht fügen, kann mich nicht begnügen, will immer noch siegen, will alles. Oder nicht? Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten ganz neue Wunder begegnen. Mich fern von Altem neu entfalten, von dem, was gewünscht ist, das meiste behalten. Ich will. Christine Müller, fantastisch. Oh. Christine Müller, großartig. Oh. Herrlich. Wunderbar. Mach's nicht kleiner, es war groß. Bitteschön. Ah. Schön. Christine, war das so mit 20, dass du gedacht hast, es regnet rote Rosen? Hin und wieder mal, dass man gedacht hat, es gehört einem die ganze ich Welt? Ich hab's geträumt. Also mit 20, habe ich das geträumt. So. Ja. Wie ist es heute, wenn man weiß, es regnet halt nicht immer rote Rosen? Macht einen das wehmütig oder macht einen das stark? Das macht einen... Wirklich, es macht einen glücklicher, dass man es weiß. Weil man eben mit dieser Enttäuschung, dass es eben keine roten Rosen regnet, besser umgehen kann. Weil mit 20, wenn ich was wollte und gedacht habe, so der Teppich wird ausgebreitet und das hat nicht funktioniert oder Ablehnung, was ja, wenn man jetzt einen Schauspielerberuf sie hat träumt davon, Schauspielerin zu werden, was so die erste Übung ist, damit umzugehen. Nimm es nicht persönlich, aber wie soll man es nehmen, wenn man nur sich selbst ist? Also insofern, also das zu lernen, ist mit 20 schwieriger als heute. Als jetzt, genau. Also es tut genauso weh. Aber der Umgang damit ist leichter. Du weißt natürlich auch sehr viele sehr junge Menschen, die gerade in jungen Jahren eigentlich viel besser damit umgehen können, weil sie nicht unbedingt das Schlimme, das Beleidigende empfinden und vielleicht viel schneller umschalten und sagen, ach Gott, ja. So Dings. Aber ja. Der war, also so war ich nie veranlagt. Also ich war wirklich so dieser tragische junge Mensch, die sich alles so wirklich so ganz schwer zu Herzen genommen hat, die wirklich, also todunglücklich und dann auch eben... so dieses himmelhoch jauchzen. Aber ja. Du hast zwei Menschen in deinem Leben gehabt, wenn die es hätten einrichten können, hätte es nur rote Rosen geregnet für dich. Und die sagen dir jetzt einfach mal, wie lieb sie dich haben. Oh. Die war also wirklich... extrem braves Kind. Hat uns immer überrascht. Und ein liebes Kind. Stark ist sie von Haus aus, die hat eine Rohkraft. Und ein fleißiges Kind, muss ich echt sagen. Hilfsbereit. Das steht schon mal an erster Stelle. Die ist so geblieben, wie sie vorher auch war. Äußerst pflegeleicht, kann man sagen. Ja. Also sie hat schauspielert schon immer. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Liebe Christine, ich möchte dir sagen, also ich bin äußerst stolz auf dich und bleib so, wie du bist. Und ich fühle mich sehr, sehr wohl und wir bleiben ein äußerst gutes Team, wir zwei. Wir wünschen uns für Christine, dass es so weitergeht wie bisher. Das wäre schön.
Ja, da heult jeder, wenn die Eltern so was Schönes sagen. Das ist doch... Ja, die ist... Und die haben, glaube ich, jeden Meter deines Lebens einfach verfolgt. Die waren so. Aber entschuldige, wenn meine Eltern das noch sagen würden, würde ich mich auch freuen. Ich würde auch heulen, muss ich sagen. Ja. Nein, das waren auch die wirklich vom ersten Moment an mich geglaubt haben, die immer gesagt haben, wir kennen uns überhaupt nicht aus, aber wenn du das machen willst, dann versuch's wenigstens. Also so das Vertrauen in ein Kind gegeben, dass man das versucht, was man machen will. Die haben Texte mit dir auch geübt, ne, weil sie blutend Wasser geschwitzt haben, wenn du auf der Bühne standst. Naja, nein, dass die haben immer Angst, weil sie immer denken, um Gottes Willen, hoffentlich hängt sie nicht, hoffentlich weiß sie ihren Text. Wie ist es im Fernsehen? Es kommt jetzt Franziskas Welt in der übernächsten Woche. Wenn deine Eltern dich im Fernsehen sehen, was passiert dann? Also früher waren sie immer noch mehr, dass sie geschaut haben, wie bin ich in dem Film. Und heute... ist das wirklich so, dass die vergessen können, dass ich es bin und in die Schauspielerin sehen können, auch die Leistung, auch die Kritik und den Film sehen können. Bei Franziskas Welt, was am Sonntag dann kommt, wird es ein bisschen schwierig sein, weil es wird auch so das Thema Krankheit und Alzheimer. Ich bin eine evangelische Pastorin, die auch geschieden ist. Die, in dem Film. In dem Film. Ja, ja. Also es gibt einige Privatparallelen, aber also die ist geschieden, hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Das ist ein spanischstämmiger Arzt. Und da haben beide ihre Geschichte und ich eben auch. Als diese Franziska eben auch. Bösartige Kritiker haben ja gesagt, es war nicht bei allen Filmen so. Es gab auch schon mal einen von den, ja wirklich im dreistelligen Bereich, Filmen, die du gemacht hast, gab es auch mal vielleicht einen, den man so unter der Abteilung Herzschmerz. Wir versuchen nämlich dem jetzt eine Krone aufzusetzen mit unserem nächsten Spiel. Ach, sei stolz darauf. Hier brauchst du sowas nicht verteidigen. Genau. Das wird ein Spiel sein, in dem wir ganz schnell Kostüme wechseln und uns erzählen lassen, was wir machen, was wir spielen und welchen Text vor allen Dingen wir improvisieren. Und dazu gibt es einen Pianisten und Geschichtenerzähler par excellence. Bitte begrüßen Sie unseren Freund Paul Homba. Ja, was er macht. Paul, willkommen. Kein Arbeitsplatz. Ja. An einem lauen Sommerabend im Kölner Norden schenkt sich Frau Dr. Neubauer hingebungsvoll einen Champagner ein und erinnert sich an ihren allerersten Kuss. Gerne mit Text. Mit Text. Entweder Kuss oder Text. Da galoppiert ihr Reitlehrer Götz vorbei und flirtet sie an, indem er ein kleines, verruchtes Kunststück auf seinem Pferdchen vollführt. Hallo, du Süße! Im weißen Kittel machst du mich radadoll. Ich muss Ihnen dringend mal den Puls messen. Bitte tun Sie es, ich habe 3-4 Wochen Zeit. Plötzlich betritt Försterin Christel die Szenerie. Sie ist wütend, denn der liebestolle Reitlehrer Götz hat ihr mit seinem Gaul den Wald zertrampelt. Sie leidet einer sogenannten Einwortkrankheit. Trampel, Trampel, Trampel! Wald, Wald, Wald! Pferd, Pferd, Pferd! Während Försterin Christel den Reitlehrer zur Schnecke macht, stiehlt sich Frau Dr. Neubauer von dannen. Trampel, Naturschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Leck mich, leck mich, leck mich! Naturschutz! Reitlehrer Götz versucht, Försterin Christel zu beschwichtigen, indem er ihr ein eindeutiges Angebot macht. Naturschutzgebiet, scheiß doch auf das Naturschutzgebiet. Ich bin ein Reitlehrer, komm, ich zeig dir, wie man reitet. Ein Reitlehrer, der dich durch das Leben begleitet. Völlig überraschend taucht die esoterische Polizistin Tine auf. Sie hypnotisiert den Reitlehrer. Indem sie ihre beiden Pistolen formvollendet jongliert. Als Götz paralysiert ist, führt Tine ihn ab.
Försterin Christel hält eine tränenreiche Einwort-Liebeserklärung an ein Geweih an der Wand. Brunft. Brunft, Brunft, Brunft. Ich bin die Christel von der Post. Der Postbote, ein verlassener Verehrer von Frau Dr. Neubauer, ergibt sich mit Hilfe seines Fahrrades seinen erotischen Fantasien hin. Ah, die Doktrice, die Doktrice. Wie ist sie so süß? Sag ich als Postbote mit erotischer Note. Ich fahre meine Runden ganz unverwunden und denke an schöne Schäferstunden. Da taucht wie aus dem Nichts Hausherrin Frau Dr. Neubauer wieder auf, oh um Gott. Sich ihren Ex, den Postboten Alsmeier, vorzuknöpfen. Erbost beginnt sie, dessen Fahrer zu zerstören. Hinter ihr her eilt eine ihrer Untergebenen. Die lädierte, weil beim Golfen verunfallte Krankenschwester Wester. Was für ein Idiot! 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 Es ist Liebe auf den ersten Blick. Krankenschwester Wester und Postbote Alsmeier bewegen sich gierig aufeinander zu. Je t'aime. Oui, je t'aime. Moi non plus. Oh. Oh. Frau Dr. Neubauer beschließt, spontan der Verbindung ihren Segen zu geben. Und alle drei besiegeln diese Liebe mit dem gefühlvollsten aller Songs, Love Me Tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. Paul Hombacher Piano, meine Damen und Herren. Christine Westermann, Christine Neubauer. Love me tender. Dankeschön, Paul. Großartig. Und jetzt, meine Damen und Herren, ist es soweit. Stimmen Sie ab. Rote oder grüne Karten. Soll unsere alte Freundin Christine Neubauer eine neue Bewohnerin unserer alten WG sein? Wenn Sie finden, ja, dann bitte hoch mit den Karten. Grün oder rot, zeigen es an. Da sehe ich zwei rote, aber 835 Milliarden grüne Karten. Das heißt, sie darf bei uns einziehen. Vielen, vielen Dank, meine Damen und Herren. Sie waren ein tolles Publikum. Christine, du warst ein Traum wie immer. Und Christine, du warst genauso traumhaft. Christine Neubauer, meine Damen und Herren.